Moin, mein du kleiner Racker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Y. Ich mit etwas verschlafener Stimme. Ich hoffe, es mattert nicht. Ich hoffe, es mattert nicht, Leute. Ja, Pokémon Y in der Nuzlocke Edition in der letzten Folge hat uns dieser kleine Judo-Karademensch hier mit seinem Chiyotesso ziemlich in den Arsch getreten. Und wir haben jetzt ein neues Team dabei. Ich präsentiere es euch jetzt. Wir haben immer noch Kaitos und Hans Helver dabei, das sind ja die beiden Überlebenden aus der letzten Katastrophenfolge. Außerdem dabei haben wir jetzt Black Sarah, die Emily, den Yannick und den guten Drachenlord. Und ja, gucken wir uns die doch ganz kurz an. Ich möchte es jetzt nur ganz kurz zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Wir haben die Black Sarah mit Nitroladung, Kugelsalz, Schattenstoß und Spukball. Ist jetzt noch nicht krass. Vor allem, weil der Spezialangriff halt auch eher so und der stärkste Move ist halt eben gerade auch noch speziell, ist ein bisschen blöd. Als Fähigkeit haben wir Mitnahme. Vielleicht sollten wir dann kein Item geben. Ist vielleicht besser. Können wir ja gleich runternehmen. Ansonsten trägt es aktuell den Beulenhelm. Dann haben wir noch Emily dabei mit Gift-Hieb, Käferbiss, Quetschwalze und Felsgrab. Ist jetzt auch noch nicht so krass. Wir sehen aber eine gute Initiative. Und wir sehen an dem Wahlangriff. Und dank der guten Initiative habe ich jetzt einfach mal den Kingstein gegeben. Damit wir vielleicht das ein oder andere Mal hier schön flinchen können. Außerdem sehr gut gegen Kampfattacken. Dann haben wir noch dabei den kleinen Yannick, das kleine Kramurks, mit dem Evolit. Denn Finsterstein gibt es erst relativ spät, wie ich gesehen habe. Und ja, wir haben Finte, Verfolgung, Donnerwelle und Flügelschlag. Außerdem haben wir versteckte Fähigkeit Strolch, was super cool ist, weil Strolch einfach die beste Fähigkeit ist. Und später eben bei Kramchef zu Hochmut wird, was auch ganz nice ist. Und dann haben wir hier noch den guten Drachenlord mit Amnesie, Rückkehr, Matschbombe und Clairsmog. Auch einen höheren Angriff, also spezielle Angreifer. Ist hier irgendwie nicht so. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall trägt er noch den Giftstich, um seine Giftattacken ein bisschen zu verstärken. Und den Beulenhelm nehmen wir jetzt mal von dir runter, Blackie, Sarali. Ja, damit du irgendwas Cooles mitnimmst. Und dann bin ich sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, wir können einfach mal mit ein bisschen mit Emily. Ich habe die alle auf 42 gebracht, dabei sind ein paar noch auf 43. Also die beiden, die wir schon dabei hatten, sind auf 43. Und ja. Jetzt gegen Cho und Karado. Oh Gott, es geht direkt weiter. Aber gut. Wir sind mit Emily eigentlich gut gewappnet dagegen. Wir haben zwar nichts sehr Effektives. Ja, aber wir können hier auf jeden Fall. Wir können hier auf jeden Fall den Gift-Tip drücken. Der sollte eigentlich ganz in Ordnung sein. Und vielleicht flinchen wir oder vergiften wir auch, was super nice wäre. Schaden macht auf jeden Fall gut. Gegenstoß kommt. Könnte auch guten Schaden machen. Geht. Okay, dann bleiben wir noch eine Runde drin und gehen nochmal auf Gift-Hieb. So. Ja, die Vergiftung kommt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nochmal Gegenstoß. Wenn es kein Crit wird, dann erleben wir hier nicht direkt noch den nächsten Verlust. Sehr schön. Und dann würde ich an der Stelle einfach sagen, werden wir hier auswechseln. Und zwar gehen wir mal auf... Oh, wieso ist denn Yannick nur auf Level 38? Das sollte das so nicht sein. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ist da irgendwas schrecklich schief gelaufen. Wir gehen aber auf jeden Fall auf Yannick, weil er den Gegenstoß ganz gut abwehren dürfte. Und dann regelt die Vergiftung ja ohnehin, ne? Das passt also. So, mit dem Evolit sollten wir eigentlich gut tanky sein. Ja. Das passt auf jeden Fall. Sehr schön. Und dann haben wir Karadonis überstanden, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, immer schön hier Erfahrungspunkte reinböllern. Und jetzt kommt noch Wishu. Ja, bleiben wir da einfach mal drin und drücken den Flügelschlag. Wir könnten auch eine Donnerwelle drücken. Wir haben Strolch und könnten dann auf die Fullpara hauen. Wir machen das einfach mal. Weißt du, ganz ehrlich, wir machen das einfach mal. So, hier frisst die Fullpara. Also frisst die Para. Und hoffentlich die Fullparas, Alter. Schade, das hat nicht geklappt. Steinhagel ist blöd. Das ist einfach schon wieder fast ein Kill gegeben, das ist doch nicht normal. Ja, dann gehe ich jetzt auf Black Sarah raus. Boah, Junge. Junge. So, das sollte eigentlich alles abkönnen und wir kriegen auch die Fullpara auf der Seite, sehr schön. Die es aber auch einfach Steinhagel kann. Frechheit ist das, Frechheit. Ja, Spukball oder Kugel, ja, pff, ist halt alles scheiße, ne? Ja, wir gehen mal auf Kugelsalz, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, wirklich viel Schaden wird das wahrscheinlich nicht sein, außer wir treffen fünfmal oder so. Zweimal treffen wir. Wieder Steinhagel. Der sollte vom Schaden hier aber gehen. Ja. Ich glaube, viel kann es nicht machen. Nochmal Kugelsaat.
Ja, mal so Samenbomben oder so wäre halt gut, ne? Wieder nur zweimal, das kann doch nicht sein. Als ob er die ganze Zeit nur zweimal trifft, was ist denn das? Ja, jetzt musst du aber, ja doch, jetzt müsste es aber zweimal auch reichen, oder? Ja. Ach Gott, ach Gott, da geht's ja schon wieder direkt los, diese Kampftrainers, Alter. Hat er vielleicht noch einen Chiotesto hinten dran? Nee, nicht? Okay. Das ist aber nett, dankeschön. So, dann mal ganz kurz ein bisschen heile machen. Wir sollten ja noch Supertränke haben. Ja, 37 noch. Das ist okay. Klatsch mal schön in die Fräse. Auch hier passt. Und hier ganz dringend, Alter. Das war knapp. 3 KP. Kann man schon mal machen, würde ich sagen, oder? Okay. Dann, nächste Eisrätsel, die ist das. Ich glaube, hier ist... Ist das der aufwendig schwierig hier? Jetzt sind wir... ach, da gibt es aber noch ein Item. Das ist recht schnell gesnackt. Ein Topschutz. Der hat sich jetzt nicht gelohnt, aber okay. Lass mal einfach mal so stehen, würde ich sagen, oder? Und dann müssen wir doch nur... Boah. Ja, einfach nur hier lang, okay. Gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Okay. Das falsche Textdokument aufgemacht. I guess. Okay. Boah, gab es hier ein Item drin? Nee. Aber hier gibt es noch eine Menge Trainer. Vor allem halt Wanderer. Boah, ja, wir müssen die eigentlich mitnehmen, Alter. Das nützt doch alles nichts. Wanderer ist jetzt ein bisschen, hätte ich vielleicht vorausdenken können, dass der vielleicht Gesteinsmonster hat. So wie Georock zum Beispiel. Hätte man sich denken können. Ist jetzt Gestein unsere nächste große Schwäche? Naja, es geht, ne? Es geht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf Hans Hell. War das Ding Robustheit? Kann gut sein. Dann gehen wir auf Black Zara. Robustheit kann gut sein, dass es hat, ja. Das ist so eine typische Georock-Fähigkeit. Dankfalls. Oh, das finde ich optimal. Dankeschön. Weil die wäre ich super duper ab. Initiative sinkt, aber das ist nicht so schlimm, meddernd. Und wir gehen auf Coolsat. Let's go. Sind immer noch schneller. Wow. Und einfach ein Treffer. Killt Georock einfach fast. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Stärke 25. Läuft. So, Erfahrungspunkte kriegen wir auf jeden Fall. Und Roy hat noch einen Rokara. Wogegen wir aber gleich weitermachen können mit Kugelsaat eigentlich, oder? Kann das irgendwas gegen uns krasses? Das war ein Crit. Nicht optimal, aber wenn wir viermal treffen, dann killt das schon. Ja, sauber. Guck mal an. Da nützt deine Robustheit auf keinem dieser Pokémon was, Alter. Sehr schön. Es kommt noch was, okay. Noch ein Georock. Damit bin ich aber einverstanden. Ja, doch. Let's go, Kugelsaat. Wutsch. Das ist so krank, Alter. Ach, Doppelschwächen, ne? Unschöne Sache. Ganz unschöne Sache, das. Und Roy ist besiegt. Ja, das war ein easy Kampf. Finde ich gut. Na, dann gehen wir weiter. So, müssten wir da nicht hier oben auch irgendwann mal... Ein Supertrank. Ja, das gefällt mir doch. Und apropos Supertrank. Irgendwie sind wir ja die ganze Zeit so ein bisschen gefuckt. Naja, es geht. Aber ich drücke ihm mal noch eins ins Gesicht. Auch wenn es nur 29 KP waren, ist in Ordnung. Ist es. Es sind nur Supertränke, okay? Man kann die ruhig ein bisschen verschwenderisch um die Ohren hauen. Oh, hier liegen auch noch Items rum. Blöd. Also hier oben läuft auf jeden Fall so ein Kämpfer. Boah, gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Okay, wir gehen erstmal hier nach hinten. Huch! Hä? Ich war mir sicher, dass da ein Item liegt. What the fuck? Okay. Dann halt Trainer und so, ne? Obwohl Luminas ist halt nicht so geil. Haben wir irgendeinen Kampfmove? Uff. Könnte jetzt halt Juwelenkraft kommen, ne? Boah, haben wir einen Kampfmove auch nur? Du hast den Zertrümmerer, ja, immerhin. Bodenmove würde ja auch gehen, aber den haben wir ja erst gar nicht. Und Black Zara ist hier. Bist du hier gut aufgehoben? Maybe. Wenn jetzt Juwelenkraft kommt, ist halt Kaitos nicht so geil. Was konnte Drachenlord nochmal für Moves, aber auch keine krassen, ne? Ne, gar nichts dagegen, Alter. Das ist ja völlig aufgeschmissen. Okay. Dann gehen wir wieder auf Black Zara raus und hoffen das Beste.
Erdkräfte, okay, perfekt. Perfekt. Wieso wollen die denn alle Bodenattacken gegen Dings einsetzen? Die ganzen Gesteinsmons, Alter, ist super merkwürdig. Okay, gehen wir auf Kugelsaat, ist neutral nur. Dürfte daher nicht ganz so viel Schaden machen, ja. As we see. Wenigstens treffen wir ein paar Mal, finde ich schon mal gut. Fünfmal sogar, krass. Sandsturm kommt jetzt. Ja. Boah, ey, stell dir vor, ich wäre in Kaitos reingegangen mit den Erdkräften, ne? Puh, Bruder, da muss ich aber ganz dringend los. Wollen wir mal einen Spukball ausprobieren, ob der mehr Schaden macht? Wir probieren mal einen Spukball aus. Nee. Ja, Spezialverteidigungswurf ist sehr, sehr gut. Ladungsstoß. Uff, okay. Solange wir keine Para kriegen, ist das in Ordnung. Spezialverteidigungswurf ist sehr, sehr stark. Dann gehen wir weiter auf Spukball, weil er sollte jetzt okay einen Schaden machen, denke ich. Ja, immer noch nicht krass. Jetzt kommt die Juwelenkraft, ja. Warum hat er die nicht von Anfang an eingesetzt? Wer hätte das Sinnigste gewesen? Komplett. Verstehe ich null. Okay, Spukball, let's go. Heftiges Mon gleich hier mit Voluminas. Ist schon nicht ohne, der Dude. Ist schon nicht ohne. Doppelschwäche hin oder her. Wenn du nichts parat hast. Pff. Böses Ding, ey. Sweet Tentante, wenn du da nichts parat hast. Übel. Ganz übel. So, ja, das war ein bisschen blöd vielleicht, ne? Ja, das war ziemlich blöd. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich das besser machen soll. Ne, da rutscht man direkt los, okay. Wenn wir noch einen Schritt runtergehen, kommen wir da unten hin, aber... Ne, wir können keinen Schritt runtergehen. Ja, gut. Dann müssen wir das anders regeln. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Ich will die Rätsel jetzt eigentlich hier auch nicht großartig lösen. Weil, nee, komm, wir gehen jetzt einfach los. Ach, du schon wieder. Bruder, es ist mächtig kalt hier drin, findest du nicht, Batman? Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter im Inneren noch etwas oder noch jemand befindet. Rexblizzer. Dieses Rexblizzer ist ein Prachtexemplar, das nur zuvor Energie strotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Hagelalarm. Lass uns es rasch einfangen. Blizzer. Naja, aber ohne mich, Freunde. Hey! Diese Pokéball-Diebe schon wieder. Hey, was habt ihr hier verloren? Ja, wonach sieht es denn aus? Wir fangen hier Pokémon. Was sollten wir sonst mit den Pokébällen anstellen? Wir haben es insbesondere auf Pokémon wie dieses Rexblizzer abgesehen. Es steckt so voller Energie. Und was wollt ihr mit der Energie anfangen? Also, ein Schnellmerker bist du nicht gerade. Wer am meisten Geld, Pokémon und Energie sein eigen nennt, ist halt unschlagbar, ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Das erklärt aber noch nicht, warum Team Flair Unmengen Pokémon, Energie und Geld anhäuft. Warum wollt ihr alles für euch allein haben? Was habt ihr davon? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir von Team Flair werden überleben und sonst keiner. Schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelchen unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja gerne noch weiter hier mit dir quatschen, nur habe ich leider absolut keine Zeit mehr. Hast du das gehört, Batman? Niemand außer Team Flair soll überleben. Diese Leute sind völlig übergeschnappt. Ihr zwei macht diesen Rotznasen jetzt kurzen Prozess mit. Verstanden? Los, aber Dalli! Jawohl, wir eilen! Okay, let's go! Bin gespannt. Bin hyped. Let's go, mit Golbat. Kein guter Start für mich. Haben zwar Fels gehabt, aber... Ja, bleibe ich hier drin? I guess not. Drachenlord wäre okay, glaube ich. Aber wir können nichts dagegen machen. Rückkehr. Als stärkster Move. Kaitos wäre auch in Ordnung. Kann das irgendwas gegen Kaitos? Flug wird gut abgewehrt. Gift wird nicht abgewehrt, glaube ich. Nur vom Boden. Wir gehen trotzdem reinkommen. Kommt eh ein Flugmove jetzt. Wobei die unberechenbar sind. Die sind alle unberechenbar einfach. Komm, Erdkräfte jetzt, pass auf. Windschnitt, ja, ist okay. Aber das Spezielle ist halt blöd. Wobei der Schaden sehr annehmbar ist. So, Felsgrad, go. Akrobatik, ja, physisch kannst du mich gerne angreifen, ist okay. So, flups. Achtu.
Direkt ein One-Shot. Easy. Und Emily erreicht Level 43. Ja, damit bin ich einverstanden. Voltenso. HP Eis. Geh ich mal Knirsche einfach. Drachenglau. Was ist denn jetzt eigentlich stärker? Warte mal. So, das ist Stärke 80. Und wir haben ja die Fähigkeit Titankiefer. Und das verstärkt wie stark? 30%? Sind das 30% oder 50%? Weil mit 50% wäre Knirsche halt genauso stark wie Drachenklaue. Also ist Drachenklaue eigentlich die beste Variante. Donnerzahn. Ja, damit bin ich, glaube ich, sehr einverstanden. Hier frisst meine Drachenklaue. Alter! Alter, zerfetzt einfach. Kalos zerfetzt einfach alles in der Luft. Unfassbar. Yuki! So, den haben wir hier easy. Den haben wir es easy gegeben. Easy gegeben haben wir es dem. Ich mal verloren haben, doch der Anblick dieser zauberhaften Winterwelt entschädigt mich dafür. So sollte es sein. Immer eitel Sonnenschein. Du? Du bist weitaus stärker, als du aussiehst. Wie viel Energie wo sonst noch in dir steckt? Ich werde jetzt aber nicht meine Hose ausziehen, um dir meine Energie zu zeigen. Feuer. Uff. Uff. Ja. Uff. Also gegen Unlicht haben wir halt gar nichts, nur Yannick. Und Yannick können wir aktuell ja nicht, die können wir ja nicht in dieses Match lassen, Alter. Aber wir müssen Yannick eigentlich turnieren, ne? Er ist Level 48 einfach, du heilige Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich gehe auf Kaitos, denke ich. Bei Hans Helver könnte ich hier auch Arbeit verrichten. Uff. Ich gehe auf Hans Helver erstmal. Wer weiß, was da jetzt für ein Scheiß kommt. Und hier haben wir den Surfer drauf. Er ist stark. Itemsperre. Ja, okay. Wird er jetzt nur mein getragenes Item oder kann ich insgesamt keine Items mehr einsetzen? Ich weiß es nicht. Dann macht den Steigerungshieb. Aber Surfer ist natürlich deutlich stärker, aber der hat auch nur einen Pokémon. Okay, dann hauen wir einfach fett drauf. Schmarotzer kommt. Schmarotzer, okay. Alter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt drin bleiben sollte. Noch ein Schmarotzer ist ja fein. Wenn auch knapp. Aber zum Glück sind wir nicht auf den Steigerungstyp gegangen. Noch ein Schmarotzer wäre fein, aber wenn da jetzt irgendwie ein Feuersturm oder so kommt, ist das halt nicht mehr so fein. Ich glaube. Gehe ich auf Yannick? Können wir mit Yannick irgendwas. Also der schwert den Schmarotzer halt super ab. Wir könnten eine Donnerwelle drücken. Gehe ich einfach. Ich meine, 10. Er ist 10 Level, Alter. Ich meine, Schmarotzer nützt ihm halt nicht viel. Auch mit 10 Level über mir nicht. Aber wenn jetzt halt irgendwas Krankes kommt, dann. Boah. Ich weiß es nicht. Okay, Surfer nochmal. Nochmal Schmarotzer, okay. Alter. Uff, 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 uff. Okay. Ja, okay, sehr schön. Dann haben wir die auch besiegt. Finde ich erstmal gut. Dann kriegen wir jetzt das beste Item der Welt, glaube ich, ne? Huch, ich war noch nie gut im Verlieren. Nichts wie weg, Abmarsch. Batman, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Ich fürchte mich vor denen und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schuften. Andererseits hätten wir Rexbeser nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste sich auch das Mammut-Hell wieder beruhigt haben. Ein Glück. So, von dir kriegt man jetzt Blizzard, 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 Blizzard. Den Rexbeser nicht, Alter. Bestes Item EU-West. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir. Oh, schnell, schnell, schnell. Ich will nicht gegen den kämpfen, Alter. Bloß nicht. Ja. Warte mal. Okay. Ja, wir lassen den jetzt mal ungeheilt, weil
Ich glaube, wir haben keinen Trainerkampf mehr, oder? Oder müssen wir gegen die kämpfen, um hier rauszukommen? Kann gut sein. Na, dann heile ich lieber doch nochmal. Weil, falls wir das Hand selber reinschicken müssen, wäre schon nicht so geil. Ich glaube, dann drücke ich dir auch nochmal ein. Egal, egal, wir haben's doch. Wir haben's doch. So. Ach du, okay. RIP. Gegen die muss man nicht mal kämpfen. Wow. Einfach wow. Okay, was hast du sonst so? Lass uns kampieren. Es ist nie passiert. Das ist nie passiert. Okay? Können wir uns darauf einigen? Dankeschön. So, jetzt ist das Mammuthell wieder beruhigt und hängt hier irgendwo rum. Da hinten ist irgendwie noch ein Himmelskampf oder so, kein Plan. Ist mir auch Rain. Darauf möchte ich mich gar nicht einlassen, großartig. Alter, was ist das eigentlich für ein Level-Anstieg, den die hier plötzlich verzeichnen? Das ist ja unfassbar. Level 48, was soll denn das? Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier ist ein Angler-Dude. Ach, hier sind wir jetzt auf dem Feld, okay. Eine Großwurzel? Wäre gut, wenn wir irgendwas mit Gigasauger oder so hätten, wäre nice. Ja, du bist auf jeden Fall ein Teil der Natur, wenn du... Ja. Okay. Ja, können wir dann hier hinten... Weil ich würde gerne neue Encounter snacken. Weil ehrlich gesagt, mit dem Team, wie wir es jetzt haben, ich bin nicht so sehr zufrieden. Ach so, jetzt ist Mammuthell halt hier hinten und jetzt können wir mit Mammuthell hier durch Schnee stapfen. Wow, kriegen wir jetzt noch mehr Eismons, wirklich? Ist das so? Ja, okay. Okay. So, let us ride on the Mammuthell. Die Mechanik hätten sie auch deutlich besser machen können, aber okay. Das ist unser Routen-Encounter, by the way. Alter, das ist doch nicht euer verfickter Ernst. Das ist doch nicht euer verfickter Ernst. Ich möchte es nicht fangen, bin ich ganz ehrlich. Nee. 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 Da bin ich jetzt auch mal rigoros und sag nein. Ganz ehrlich? Alter, wir brauchen so dringend gute Encounter. Und wir kriegen nur Crap. Achso, hier oben kommt man, glaub, lange, ne? Alter, diese Drecksmechanik ist unfassbar. Was ist das denn? Und warum ist Botugel hier? Alter, ich möchte dies nicht. Hör doch auf. So, wir haben hier auf jeden Fall geht's irgendwo lang und da geht's irgendwo lang. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo ist da überhaupt? Warum läufst du rückwärts? Hm? Mammuthell, was stimmt mit dir nicht? Okay, Manfred. Dann lass mich mal ganz kurz hier hinten langlaufen und versuchen, die Items zu snacken, die es hier so gibt, wie zum Beispiel den Timerball, Alter. Endlich haben wir einen Timerball, ja, ja. Hier liegt noch was rum. Eine Frosttafel versteckt. Ice Moves, right? Gut, dass wir keinen haben. Und auch keinen Botugel. Wenn mir jetzt einer in den Kommentaren kommt mit, oh, Botugel, ist so cool, Alter. Nein. Und das nützt einfach gar nichts, Alter. Ja, Botugel wenigstens annehmbar stark ist, Mon. Weißt du das? Okay. Aber es ist halt einfach nur Schwachsinn. Ich setze jetzt auch mal einen Schutz ein, damit ich gar nicht erst sehe, was es hier noch gegeben hätte. Wo haben wir denn hier zum Beispiel einen Schutz? Hä? Supertrank. Das ist, glaube ich, Heil-Items, dies, das. Großwurzel. Hat er schon irgendwas? Der hat schon irgendwas gesnackt. Der Good Boy. Wo haben wir denn hier einen verdammten Schutz? Superschutz. Was hat denn der? Was hat Black Sahara gesnackt? Item? Entnehmen.
Ein Beleber, ja. Great. Das Geld. Immerhin. So, wo geht's jetzt hier unten lang? Gibt's hier irgendwas Spannendes? Kommen wir hier ohne Mammuthell weiter? Ja, natürlich. Oh. Wer sich diese Routen hat einfallen lassen, das ist ja unfassbar, Alter. Das war so ein richtiger Honk, Alter. Hier kommt bestimmt irgend so ein übermächtiger Trainer irgendwo. Ein Calcium, ja. Ja, okay. Ich sag mal, ein Finsterstein wäre mir auch recht gewesen, aber okay. Hier ist nichts. Wow, okay. Hat sich ja dann gelohnt, hierher zu kommen. Auf jeden Fall. Für ein Calcium kann man das schon machen, sag ich mal. So. Mammutel. Nein, oh, ich drücke immer B, weil ich sprinten will, aber es geht nicht. Wie lang ist diese komische Eisroute? Naja. Müssten wir es ja eigentlich jetzt bald geschafft haben. Ja, ich möchte noch eins einsetzen. Danke. Eigentlich müssten wir es jetzt sehr bald geschafft haben, weil... So. Als ob ein Mammutel so langsam ist, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. So, hier darf man nicht weitergehen mit Mammutel, leider. Ach, Mensch, komm. Hulu-Nachricht erhalten. Bitte laufen Sie die gesamte Route zurück, Alter. Hallo, na? Hey Blocky, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena von Fluxia City heraus. Du bereitest dich also besser schon mal gut vor. Okay, okay. Was war dein Starter, Alter? Du hast den besseren Starter gegen mich, ne? Sprich also... Verschutzu. Ja, great. Da freue ich mich aber. Ja, gibt's hier jetzt noch irgendwas? Kann man hier noch irgendwie irgendwas krasses fangen oder so? Ein Sonderbonbon ist okay. Das können wir dann Kramox ins Mull stopfen. Oder so, keine Ahnung. So, dann gehen wir hier einfach straight durch und sind jetzt hier in einer Stadt namens Fluxia City. Ey, du da! Ja? Ich habe eine Nachricht von Dexio an dich. Ich soll dir ausrichten, dass es hier in Fluxia City angeblich jemanden gibt, der bestens über die legendären Pokémon Bescheid weiß. Fast hätte ich es vergessen. Hier, die sind für dich. Zieh dich nicht, hier einzusetzen. Wieder Bälle? Die brauche ich ja also überhaupt nicht in meiner Art von Challenge, die ich hier gerade von mir gebe, ja? Fräulein. So, was bist du denn? Hallo? Och nee, Alter, geh weg. Ja, Arena, bliblablub. Kommt man aus der Stadt schon wieder raus? In die Richtung? Kann man hier vielleicht noch ein Encounter snaggen? Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass man nirgends wohin kommt in diesem Spiel. Was ist das? Mann. Nee, jetzt brauche ich auch keinen Schutz mehr aktuell. Gibt es in diesen Hütten irgendwas? Nein? Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal hier, ob es da hinten noch irgendwie TMs oder so gibt, die uns weiterhelfen können. Und ansonsten müssen wir die Folge dann auch gleich beenden, Alter. So, ja. Ja, Blizzard, Feuersturm, Vogelstoß, Überstrahlen. Das sind ganz nette TMs. In der Tat. Problem sehe ich hierbei eher dabei, dass die alle sehr, sehr ungenau sind. Und sehr, sehr teuer. Ich bleibe dann mal bei dem, was ich habe. Danke. Kauf mir hier ein paar Hühner. Wir haben genug, schon eine Top-Genesung vielleicht. Nochmal so 10 oder so. Ja, die sind immer gut. Supertränke, ja, die schaden ja nichts, oder? Die schaden ja nichts. Ich kaufe ihn nochmal 24, so, da haben wir 50 Stück, das passt. Gut, dann, gibst du mir was? Fast hätte ich mir Feuersturm gekauft, aber ich sag mal so, wäre blöd gewesen, rückblickend betrachtet. Wäre blöd gewesen. Flammenwurf, ja, können ein paar lernen tatsächlich, zum Beispiel Black Sarah, die zwar... Oh, haben wir überhaupt Platz auf Black Sarah? Uff. Nitro-Ladung könnte halt weg, aber der Spezialangriff ist halt auch set. Also er ist traurig einfach. Der ist traurig. Ja. Ansonsten haben wir aktuell keinen Mon
Alter, was ist das? Wieso diese... Wieso muss man hier doppelt nachfragen? Als ob das so wichtig wäre. Ey, ist egal. Ist egal. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls es dir gefallen hat, lass gerne ein 1 Like da und 1 Kommentar und 1 Abonnement. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Freunde, und ciao.